Freitag habe ich Professor Dirk Riede zu Gast und Dirk, möchtest du zwei Worte über dich sagen? Oh, hallo Ebert, ja gern. Ich bin Professor für Open Source Software und Software Engineering an der Uni Erlangen, seit 10 Jahren schon. Vorher habe ich allerdings lange Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Zuletzt war das bei SAP im Silicon Valley. Genau, und das Thema, was wir uns ausgesucht haben, ist mit Inner Source, mit Open Source Prinzipien Unternehmenssilos einreißen. Wie soll das funktionieren? Was ist denn Inner Source überhaupt? Ja, bei Inner Source wendet man die Methoden der Open Source Softwareentwicklung im Unternehmen an, ohne dass man jetzt rechtlich Open Source Software entwickelt und nach draußen gibt. Einfachste Beispiel ist, wenn man intern eine Komponente nutzt, aber nicht für diese Komponente zuständig ist und dann aber einen Fehler findet, die Chance hat, auf den Source Code zugreifen zu können, den dann fixt und dann halt einen Merge-Request zurückschickt. Ja. Also auf die Art und Weise einen Beitrag zu einem Projekt oder einer Komponente leistet, für die man gar nicht zuständig ist. Und das kann man dann ausbauen, um zum Beispiel gemeinschaftlich über Projektgrenzen, Silogrenzen, Organisationseinheitgrenzen gemeinschaftlich Komponenten zu entwickeln. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme, viele Fragen und viel Diskussion. Bis Freitag. Tschüss, bis dann.